erste Runde. Natürlich, der MMA-Sport ist hart, aber das sind trotzdem gesittete Kämpfer, die mit Respekt und Kämpferherz hier zu Werke gehen. Und in diesem Feuerwerk machen wir uns bereit für Runde 1. Husseinpour in der gelb-weißen Hose, Marek Bartl aus der Slowakei, muss ich mich vorhin noch mal entschuldigen, ist kein tschechischer Landsmann, sondern ist aus Bratislava, der Slowakei. Bartl hier in der schwarz-gelben Hose. Und ein Kick gefangen, direkt auf den Boden. Direkt auf den Boden. Und ich glaube, das ist auch das Mittel der Wahl hier für Husseinpour. In der Halfguard gelandet. Jetzt natürlich super Position für Husseinpour. Kontrolle. Also Bartl versucht jetzt, die Guard zu kriegen, zum rechten Bein durchzugehen. Bartl scheint auf jeden Fall an seinen Bodenkampf-Skills und auch an seiner Verteidigung im Bodenkampf gearbeitet zu haben. Denn anfangs kam der ins MMA als vollwertiger Striker, hat auch nicht besonders viel Zeit mit Grappling-Training und Grappling-Defense verbracht. Und jetzt arbeitet er an das Triangel. Hat auch gefällt mir das richtig gut, was Bartl hier lange Beine. Da versucht der Triangel, schöner Sweep. Schöner Sweep. Da ist der Triangel. Da arbeitet er an der Triangel-Choke. Oh, schön rausgekommen von dem Schiff. Aber ohne Rücksicht auf Verluste hier. Jetzt schaut er wieder, dass er an den Beinen seines Gegners vorbeikommt. Muss aber aufpassen hier. Die Upkicks von Marek Bartl sind gefährlich. Wenn so einer mal aufs Kinn trifft, dann ist hier Feierabend. Und auch das Guard-Game hier. Schön passiert. Schön auf den Rücken. Muss hier aufpassen. Er hat jetzt einmal schon den Rücken hergegeben. Auch die De La Riva Guard hier von Marek Bartl. Klasse gedreht, aber super gute. Beide arbeiten sehr gut im Grappling. Und jetzt muss er hier aufpassen, denn Bartl hat hier den Kimura-Ansatz aus der Rückenlage. Er versucht jetzt, den rechten Arm von Ebrahim Husseinpour zu greifen und kann dann die Schulter quasi, oder den Arm nach oben ziehen und damit in den Schulterhebel, in den Kimura kommen. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt ein Grappling-Match haben? Das hätte ich auf gar keinen Fall gedacht. Also, spricht aber auf jeden Fall sehr für die kämpferische Weiterentwicklung von beiden Athleten. Ja? Wenn beide natürlich für ihr Striking bekannt waren und jetzt hier auch ihre Skills im Grappling zeigen können, ist das natürlich ein Augenschmaus für alle, die die Vielfalt im MMA-Sport lieben. Husseinpour kontrolliert jetzt am Käfig. Macht sich schwer, Bartl in der Guard. Und lieber Martin, du als erfahrener, gestandener MMA-Profi, jetzt ist natürlich die Situation für Ebrahim Husseinpour gar nicht so einfach, denn er ist in der Guard seines Gegners, er muss an den Beinen vorbeikommen. Was wäre denn jetzt dein Mittel der Wahl, um sich hier in eine bessere Position reinzuarbeiten? Man muss versuchen zu schlagen, den Gegner zu stören, an der Position zu arbeiten, versuchen, die zu passieren. Durch die Schläge konzentriert sich der Gegner auf die Schläge, dann kann man mehr passieren. Okay. Deswegen muss er versuchen, hier Ellbogen zu bringen oder mal in den Posture zu gehen und von oben mal ein paar Schläge reinbringen. Weil so irritiert sich der Bartl und dann kann er die Guard aufmachen. Wie gesagt, jetzt hat er die Guard zu. Ist sehr gefährlich, lange Füße, lange Beine. Arbeitet da für Triangel, versucht natürlich für Armhebel auch. Ich war überrascht, mit was für einer Mobilität und Agilität der Marek Bartl hier zu Werke geht. Denn wie gesagt, so kennt man ihn eigentlich gar nicht. Und das macht er jetzt gut. Sehr gut aus der Unterlage. Jetzt müsste mehr Schläge kommen. Gute Position jetzt für Ebrahim Husseinpour. Genau. Nimmt jetzt hier die Stützen weg. Er ist jetzt in der Halfguard. Ja. Er hat noch 90 Sekunden Zeit, um hier Schläge zu platzieren und arbeitet sich hier Stück für Stück in die Full Mount rein. Also Bartl arbeitet jetzt aus der Half Guard, versucht da rauszukommen, aber wie gesagt, Husseinpour, gute Kontrolle, da merkt man seinen Ringen. Oh, schön gemacht hier von Husseinpour, ist jetzt in der Full Mount. Kann er Bartl da drinnen halten? Bartl steht auf. Aber und das ist natürlich eine sehr anstrengende Position hier für Marek Bartl. Wenn sich rausgekommen. Stark gemacht. Und weiter geht's im Stand. Und da Klasse, ist es auch die Frage, Klasse jetzt. Da ist es auch die Frage, wie anstrengend war diese Bodenkampfsequenz hier für Marek Bartl? Denn das ist ja extrem zermürbend, wenn sich dein Gegner die ganze Zeit mit seinem ganzen Körpergewicht auf dich drauf. Schöner Low-Kick. Schöne Kombo hier von Marek Bartl. Wow. Der Low-Kick hat gesessen. Schönes Knie. Gesprungenes Knie rein. Aber Rücken gegeben. Rücken gegeben und kann Ebrahim Husseinpour jetzt was aus dieser Situation machen? Die Berliner von Coach Amir sind gefährlich. 36 Sekunden noch. Vor allem mit ihren Backtakes. Er ist jetzt zu wild reingesprungen. Schön gedreht, schön gedreht. Schade. Schön gedreht. Position abgegeben, aber er hält den Rücken weiter. Gut gemacht hier. Bartl ist zäh, der arbeitet sich hier raus. Sweep ihn hier. Oh, klasse gemacht. Schöner Sweep. Sweep hinter Sweep. Sweep-Verkettung. Husseinpour schlägt jetzt hier aus der Oberlage. Wenn er hier jetzt nachsitzen kann, dann kann er vielleicht sogar schon den Kampf beenden.
Gut, gut. Hammerfist aus der geht Oberhand. Für Niba. Warten, Versuch für Niba zu gehen. Ich schläge mit. 3 Sekunden. Und das sind harte Wirkungstreffer hier. Die aber Barton schlägt auch von unten. Ja. Tolle erste Barton. Runde. Was die Quoten angeht, sind wir sowas von ausgeglichen. 1:9 gegen 1:8. Also das ist ein 50-50 hier. Und wir freuen uns auf eine zweite Runde. Schöner Low-Kick. Links, rechts. Schöne Rechte von Barton. Und beide haben jetzt hier in der ersten Runde Selbstvertrauen geschöpft und können jetzt hier in der zweiten Runde aufdrehen. Schöne rechte jetzt gerade versucht hier. Der Hüsebummer im Stand zu bleiben. Clinched. Gegner hier gegen den Käfig. Oh! Das war der Hüsebummer. Ist misslungen, da ist er abgerutscht. Und jetzt hat er sich in eine richtig schwierige Position begeben. Rücken genommen. Aber ist nicht richtig drin. Butler hat den Rücken hier. Ja, das ist immer riskant beim Hüftwurf. Wenn er nicht klappt, dann passiert das. Dann fällt man einfach in den Unterlager. Super, super schwierig. Ja, und natürlich auch in der zweiten Runde, wenn beide Kämpfer schon schwitzig sind, Bartel dann ist das schwierig. Ja. Gute Rückenkontrolle hier von Marek Bartel. Der versucht sich jetzt hier in einen Würger reinzuarbeiten. Lange Beine, lange Hände, nicht was ausnutzen. Aber Hussein Pur versucht sich nach links raus. Den sieht man Stück für Stück. Ja, da sieht man immer Stück für Stück nach links, dann kommt er raus. Bartel, aber Bartel hält die gut, man sieht den rechten Fuß schön. Genau, hat die Body Triangle hier. Das macht es sehr schwierig. Kann eigentlich arbeiten. Ja. Aber Hussein Pur macht eine gute Defensive. Ja, Hussein Pur hat auch schon in vergangenen Matches oder in seinem letzten Kampf gegen Karol Rissavi in wirklich schwierigen Situationen gesteckt. Und dem war das einfach komplett egal. Er hat sich da immer rausmanövrieren können. Jetzt muss er aber wirklich schauen, dass er die Arme hier von Marek Bartel blockieren kann. Das ist eine sehr, sehr undankbare Position. Das ist die dominanteste Position, die wir hier im MMA-Sport haben. Denn Bartel kann hier mit Hussein Pur angreifen, sich in Würger rein manövrieren. Und Hussein Pur kann nicht vorne gehen setzen. Und jetzt arbeitet er sich hier niemand auf rein. Schön gemacht hier von Bartel. Man sieht, Bartel hat viel am Hut. Oh, und da arbeitet er sich raus. Schön mit der Hüfte rausgeswitcht, rausgeschrimmt. Hat den Körperschwerpunkt zur Seite verlegt und ist wieder gut aus dieser heiklen Situation rausgekommen. Hier schön gemacht von Hussein Pur. Aber man sieht in dem Kampf, Marek Bartel zeigt sehr, sehr, sehr gute Submission Skills. Ja, 100%. Hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt, den Aspekt, sieht man. Und jetzt haben wir beide wieder im Stand, wo sich beide wohlfühlen. Der nächste Takedown-Versuch von Marek Bartel. Jetzt hat Hussein Pur. Schön gemacht hier von Hussein Pur. Jetzt hat er den Rücken. Kann er da was draus machen? Jetzt hat er auch die Body Triangle. Also jetzt einmal komplett umgekehrte Situation. Und noch 2,5 Minuten. Und jetzt viel Zeit. Jetzt wird auch mal die Submission Defense von Marek Bartel getestet. Hussein Pur arbeitet sich hier mit Schlägen in eine tiefere Position rein. Lässt natürlich auf gar keinen Fall hier los. Der möchte jetzt seinen Gegner hier stören und eine Submission ansetzen. Schön in die Mount geswitcht. Jetzt wird es ungemütlich für Marek Bartel. Mama mia. Wieder die Back Mount. Also ein super vielseitiges Duell, was wir von den beiden hier sehen dürfen. Hat noch 2 Minuten, knapp 2 Minuten Zeit. Und in so einer Position, 2 Minuten, ist natürlich ein Geschenk des Himmels. Da kann er sich jetzt austoben. Bartel muss sich jetzt intelligent verteidigen, denn wenn Hussein Pur hier jetzt loslegt und die Schläge treffen, dann kann auch der Kampfrichter sagen, er hat genug gesehen. Und das möchte Bartel auf jeden Fall vermeiden. Jetzt wieder Mount. Klasse Witz. Auch wie er die Beine von Marek Bartel blockiert. Das ist schon sehr intelligent. Oh. Oh. Schöner Sweep von Bartel, sehr gut. Und jetzt ist Bartel in der Oberlage, wieder in der Full Guard. In einer Minute, also sehr, sehr widerlich. Boah, das geht hin und her, der Kampf. Im Grappling, also beide schenken sich nichts, drehen sich gegenseitig. Also ich sehr enges Duell, sage ich dir. Super enges Duell. Und ich finde es auch interessant, weil wir vom Striking wenig gesehen haben und beide wollen hier zeigen, wie sie sich im Grappling und im Ringen weiterentwickelt haben. Klasse gemacht. Also einen Submission-Versuch jagt hier die nächste. Bartel hält jetzt hier an dem Single-Leg fest. Der muss jetzt natürlich auch nach diesen aufreibenden Sequenzen hier sich erstmal ein wenig Luft zum Atmen verschaffen. Oh. Schönes Knie. Knie zum Kopf. Hat nicht hundertprozentig gesessen. Ja, ich glaube auch, das war so ein Streifschuss, aber die Knie sind gefährlich. Da ist es Hussein Pur. Und jetzt, oh, schönes Knie von Bartel. Und das Knie durch die Mitte von Bartel. Und jetzt wieder ein Knie von Hussein Pur. Eingesprungenes Knie hier von Hussein Pur. Guter Sprawl.
20 Sekunden. Und jetzt sieht man auch, die Kämpfer sind rutschig, die schwitzen natürlich und da kann man auch die Position nicht mehr so gut halten. Wenn man dann den Kämpfer unten am Boden festbinden möchte, dann geht das nicht mehr ganz so leicht, wie wenn die Kämpfer noch frisch und trocken sind. Jetzt versucht er wieder die Becken zu holen, Bartel liegt und am Boden. Bartel hat schon schwere Cutverletzungen im Gesicht oder an der Nase. Ich glaube, er blutet aus der Nase. Zeit, Pause. Einen guten Vorsprung gegeben. Beide Kämpfer haben blutige Nasen. Aber großes Kämpferherz hier bei beiden Leuten. Sehr schöne Geste. Nochmal sehr respektvolle Geste. Genau deswegen lieben wir diesen Sport. Das ist so eine tolle Zuschauer. Geste. Ohohoho. Sehr schöner High-Kick. Unten angetäuscht und dann oben gekickt. Schön. Oh, da war ein Eye-Poke. Oh, das war nicht extra. Man hat gesehen, war nicht extra. Aber auch fair gemacht von Ibrahim Hussein-Pur, dass er auch direkt das erkannt hat und nicht nachgesetzt hat. Denn das ist ja das Nächste, wenn ein Kämpfer signalisiert, dass es ein versehentlicher Stich ins Auge war. Vielleicht können wir nochmal die Wiederholung zum Bild. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Ob das jetzt ein Eyepoke war oder ob das ein Schlag war. Bartel zieht hier das Auge zu. Wir schauen es uns nochmal an. Also ich sehe keinen Punkt. Doch, da. Ah, da. Ja, das war beim... Das war ein Eyepoke. Ist er versehentlich beim Rausgehen? Ja, beim Rausgehen hat er den. Der wollte ihn wegschubsen. Ist er versehentlich mit dem Finger ins Auge gekommen? Ja, das ist natürlich nicht erlaubt, aber das kann versehentlich einmal passieren. Gerade wenn ein Kämpfer wieder im Rückwärtsgang seine Distanz erstellen möchte aber und dann die Hand ausfährt. Keine lange Pause, beide wollen kämpfen. Keine lange Pause, so ist es. Beide wollen hier einen Finish suchen und beide sind hungrig, diesen Kampf hier für sich zu entscheiden. Jetzt Hussein, oh, schöne Konter, schöne Links-Konter von Bartel. Also die Aktionen, die sitzen. Oh, schönes Knie von Bartel. Knie kommt hier durch von Bartel, gut gemacht. Also beide wollen hier siegen vorzeitig. Also was für ein... Also hier, jetzt kommen die Feuerwerke, was du uns gesagt hast, die in der ersten Runde kommen sollten. Jetzt geht es hier in der letzten Runde Schlacht im Stand. Ich habe das prophezeit. Ja. Und jetzt sehen wir es. Klasse Kampf. Beide schenken sich nichts. Respektvoller Kampf. Yes. Jetzt Takedown-Versuch von Hussein-Pur. Versucht den Single Leg zu holen, aber Bartel hat dann den Kimura-Ansatz. Geht mit Ellbogen dann. Schön ausgekommen. Jetzt muss er in den Käfig stehen. Hussein-Pur im Clinch. Eskrima, beide versuchen Eskrima. Schöner Takedown von Bartel. Gut gemacht. Schön geholt. Schön das Bein eingehakt, klassisch geholt mit den langen Beinen und Armen. Und Marek Bartel ist nicht derjenige, der jetzt hier noch versucht, das Ding über Punkte heimzufahren, sondern der möchte jetzt natürlich hier, weil er weiß, dass der Kampf auf Messerschneide ist. Aber ich bin natürlich schön hier wieder aufgestanden. Ja, gut gemacht hier. Und jetzt versucht er den selber. Ah, klasse. Bein. Das ist ein Kraftaufmann. Ja. Beide da, viel Kraft. Da sieht man natürlich, was die beiden hier schon konditionell aufgebracht haben. Da ist natürlich die Ausführung der Takedowns nicht ganz 100% erst rein, aber das Kämpferherz hält beide Athleten hier im Cage am Leben. Jetzt hat er eine Full Mount. Und jetzt hat er die Möglichkeit, hier nochmal sich aufzurichten und zu schlagen. Schön gesweept. Oh, zu einfach gelassen. Zu einfach gelassen. Klasse Sweep hier von Marek Bartel. Ellbogen. Der Referee sagt bitte nicht auf Hinterkopf. Das ist sehr gefährlich. Die seitlichen Ellbogen muss man immer aufpassen. Marek Bartel kontrolliert. Jetzt muss er Empor an den Käfig versuchen, sich hochzuarbeiten. Noch 2,5 Minuten. Sehr enger Kampf. Er muss jetzt seine Ferse in den Boden drücken und seinen Rücken an den Käfig, um sich dann am Käfig hochzuwühlen. Er macht das schon gut, indem er Bartels Kopf nach unten drückt. Damit nimmt der Bartel jegliche Energie nach vorne und jetzt kann er aufstehen oder sich eventuell sogar selber den Rücken holen. Schafft er das? Versucht. Kommt er hier um Marek Bartel rum? Das schafft er und jetzt hat er den Rücken. Wow! Das ist riesig hier für Ibrahim Hussein-Pur. 2 Minuten. Super wichtige Aktion. Sehr, sehr wichtig. Vielleicht kann er hier auch noch mal in die Full Mount wechseln und dann aus der Oberlage schlagen. Aber das ist natürlich irre anstrengend hier zum Ende der dritten Runde. Ja, der Kampf ist an sich, beide Kämpfer haben viel, viel Power gelassen in den ersten 2, 3 Runden jetzt. Yes, so ist es. Also vielleicht kriegt Hussein-Pur hier noch mal die Möglichkeit, einen Naked Choke anzusetzen. Jetzt kommt er mit dem Arm unter das Kinn von Bartel. Der ist noch nicht ganz eingerastet. Er muss sich hier noch weiter mit Schlägen in den... Bartel haut zurück. Minuten noch. Er muss sich hier weiter mit Schlägen in den Rear-Naked-Job reinarbeiten. Jetzt sieht es besser aus. Bartel versucht weiter rauszukommen. Ich glaube aber, der Arm ist noch vor dem Kinn. Man sieht es von dieser Position nicht besonders. Der hält den Arm mit Beinen, öffnet immer wieder. Also klasse Submission-Defense hier von Marek Bartel. Der macht das sehr clever.
1 Minute 15. Jetzt bin ich gespannt, ob der Marek das noch hier drehen kann. Ich glaube nicht, dass er das noch drehen kann, weil Hussein Pohr wird diese Position auf gar keinen Fall aufgeben. Der Referee sagt, jetzt ist mal Action angesagt, sonst hole ich euch beide nämlich wieder in den Stand. Und oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Marek Bartsch hier mit schmerzverzogenem Gesicht, der will nicht tappen. Aber ich glaube, der Arm ist weit unter dem Kinn. Das Kinn ist drin, glaube ich. Das Kinn ist drin und wenn er den Würger jetzt hier zugezogen kriegt, Bartel ist natürlich auch zäh, der möchte ich auf gar keinen Fall aufgeben. Er tappt auch, glaube ich, generell nicht in Kämpfen. Aber öffnet wieder. Er öffnet wieder. Oh, was für ein Kämpferherz Marek Bartel hier zeigt. Wirklich beeindruckend. Und der nächste Versuch von Ibrahim Hussein Pohr mit dem Rear Naked Choke. 30 mit Sekunden dem Würger und das Kinn seines Gegners zu kommen. Er arbeitet sich hier wirklich in die Position rein. Jetzt hat er hier die Backmount. Versucht es nochmal mit den Schlägen. Er möchte hier wirklich den Kampf nach Hause bringen. Schlägt hier weiter. Lässt hier alles nochmal raus, was er in der Reserve hat. Gut gemacht von ihm mit dem Ellbogen. Das ist auf jeden Fall ein dominantes Ende hier. Für Ibrahim Hussein Pohr, der hier wirklich eine Glanzleistung gezeigt hat. Riesige Szenen. Ich glaube, diese Abschluss war richtig. Riesige Szenen hier. Ladies and gentlemen, let's see how the judges score this fight. 30-27, 30-27 and 30-26, all for the winner who's coming from the blue corner, Ibrahim Hussein Pohr.